Also ich bin ganz genau auf so einem kleinen Bauernhof aufgewachsen, der ein bisschen außerhalb von Bremen liegt sogar. Und da haben wir überhaupt keine Nachbarn. Und das war für mich einfach ein riesiges Glück, weil ich konnte so laut sein, wie ich wollte. Ich habe damals 2010 das erste Video vom Tomorrowland Festival gesehen in Belgien. Und das war immer mein großer Traum. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man denn da irgendwie hinkommen? Und gerade in der Zeit von Corona war ja keine Möglichkeit, irgendwie aufzutreten. Und dann ist die Idee quasi mit meinem Team zusammen entstanden, da irgendwie was Spektakuläres in der Heimat zu machen. Und das hat sich irgendwie angeboten, weil es das höchste Gebäude Bremerhavens ist. Also ich bin immer noch in diesem Tunnel von absoluter Euphorie, würde ich sagen. Aber es ist unglaublich, was gerade passiert. Also es sind fast täglich irgendwelche Interviews, womit man erstmal umgehen muss, aber worüber ich mich natürlich auch freue. Und es kommen Plattenfirmen auf mich zu, beziehungsweise sind im Gespräch, da den ersten Song unterzubringen. Darüber hinaus sind viele Partys werden gerade geplant, die ersten Booking-Anfragen. Also es passiert ganz, ganz viel. Und ja, ich bin gespannt, was das Jahr noch so bringt. Aber wir haben sehr, sehr viel geplant.